Lara, ich kann das einfach nicht zulassen. Das ist meine Show, das ist mein Baby-Klimper-Show. Aber du hast mir doch versprochen. Ich habe das gesagt, aber ich habe mir das jetzt anders überlegt. Ich muss jetzt hier raus, die Leute verlangen das von mir. Doch, doch. Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Klimper-Show. Ja, wie sehe ich denn jetzt aus? So kann ich doch jetzt nicht vor die Kamera gehen. Dankeschön. Du kannst gehen. Das ist nämlich meine Show. Herzlich willkommen zur Klimper-Show. 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 Ich bin die Lara und moderiere heute eure Show. Klimper-Show. Wir machen uns auf in die erste Runde zum Mobilcom-Debitel-Laden. Haben Sie denn schon mal geklimpert? Nein, habe ich noch nicht. Also heute das erste Mal? Das erste Mal. Unsere Kandidaten sind da und hierum geht es heute um das 2-Cent-Stück bei der Klimper-Show. Die Regeln bestehen darin, das 2-Cent-Stück so nah wie möglich an diese Stufe zu werfen. Wer am nächsten dran ist, ist der Gewinner. Um was wird denn heute hier gespielt? Oh, wir spielen heute um ein Smartphone, ne, um ein Huawei Smartphone P8 Lite. Ne, und da bin ich ja mal gespannt, wer da denn der Gewinner ist. Wem gehört denn dieses Centstück? Mir. Dir? Dann darf ich dir herzlich gratulieren. Meins liegt genauso dicht dran. Ich würde sagen, ich hole jetzt ein Lineal und dann messen wir die Geschichte einfach mal. Ne? Und dann werden wir sehen, es wird ganz spannend, denke ich. So, also, wenn ich jetzt hier mal so messe, dann sind wir bei 0,5. Hier, ja, also... Das tut mir aber leid. Da sind wir bei 1 cm und hier sind wir bei 0,5. Ja, da hat wohl denn doch diejenige das Telefon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Telefon. Ne? Huawei P8 Lite. Ne? Aus 2017 noch. Ne? Bitteschön. Dankeschön. Wir gehen jetzt Eis essen, wir kommen nochmal wieder. Und der Otto-Normalverbraucher, wie viel Gigabyte braucht er denn so? Ja, das kommt immer darauf dran, was macht man ja mit so einem Telefon. Hat man mit E-Mails sonst irgendwie, sollte man schon etwas mehr machen, mehr haben. Ja, haben wir ja auch gerade ein super Angebot mit 4 Gigabyte. Na, wenn man jetzt so ein normal, einfach, nur mal WhatsApp, sonst irgendwie, dann sollte eigentlich auch 2 Gigabyte so ungefähr reichen. Klimper-Show. Ich habe wieder 2 neue Kandidatinnen entdeckt. Wir gehen jetzt mal hin. Hallo, habt ihr vielleicht Lust, heute bei der Klimper-Show mitzumachen? Ja. Ja? Was ist denn das genau eigentlich? Es geht um dieses schöne 2-Cent-Stück, das du so nah wie möglich an die Treppe vom jeweiligen Laden schmeißen musst. Und wenn du am dichtesten dran bist, hast du gewonnen. Okay, klingt gut. Super, dann sehen wir uns zur zweiten Runde. Es geht um ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen mit Getränken und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Klar, hört sich gut an. Ja, also mit sowas haben wir heute hier gar nicht gerechnet, aber ich denke, es ist egal, wer von uns gewinnt, wir gehen beide zusammen essen. Aber ich wurde ganz toll überredet und deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, wir machen den Spaß mal mit. So, Runde 2 hier vom Mendoza. Sind doch ein paar Leute gekommen, wie man sieht, um das Menü zu gewinnen, das 3-Gänge-Menü für 2 Personen mit Getränken. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja. Seid ihr bereit? Ja! Geht das auch noch mal lauter? Ja! Wer hat schon gewonnen? Ja, wer hat gewonnen? Ja, weiß ich noch nicht. Ich! Ah, das bist du. Dann herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Levin. Levin. Wo wohnst du, Levin? Ediko. Mhm, schön. Welcher Klasse bist du? Vierte. Und was macht Schule? Gut, ja?
Macht Spaß. Hast du was schön bei uns schon gewonnen? Hier, so, die Hintermann. Bitte schön. Dankeschön. Alles Gute. Bitte schön. Alles gut. Wie hast du es denn geschafft zu gewinnen? Einfach nicht so tief werfen, wie meine Oma gesagt hat. Was sind denn bei Ihnen typische Spezialitäten hier im Restaurant? Unsere typische Spezialität hier in unserem Restaurant in Wittsteckdose ist argentinisch Steak und mexikanisch. Und gibt auch Fisch, frischer Fisch. Zum Beispiel, wir haben auch frischer Dorada vom Grill, immer mit Hummersoße, Knoblauchsoße, Reis oder Kartoffel. Wir haben auch frischer Forelle, frischer Lachsforelle. Wir haben Wolfsbarsch. Das ist unsere Spezialität und wir haben immer frischer Steak. Wir haben wieder jemanden gefunden für die Klimpershow. Haben Sie Lust, heute bei der Klimpershow mitzumachen? Ja, gerne, aber ich habe leider keine Zeit. Na dann vielleicht nächsten Monat. Okay, vielen Dank. Danke. Klaus, es herrscht ja ein großes Geheimnis um deine rote Perücke. Was hat es damit auf sich? Ja, so ist es. Es herrscht ein Geheimnis um meine Perücke. Und jetzt werde ich es lüften. Ich bin nämlich der Klimper-Yoga. Und was heißt das? Ja, das heißt so viel, dass ich in der dritten Show als Klimper-Yoga hier für einen Kandidaten antrete, der sich bei mir auf meiner Facebook-Seite einträgt mit dem Stichwort Klimper-Yoga. Und dann werde ich für ihn spielen hier um 250 Euro, um 50 Euro hier vor der Sparkasse und die kann er dann gewinnen. Und dann sehen wir dich wieder mit roter Perücke nächsten Monat. Dann seht ihr mich wieder. Aber ich habe noch mal eine Frage. Wie heißt denn das richtig? Klimper-Yoga oder Klimper-Joker? Also ich würde sagen Klimper-Joker. Ja, aber ich bin der Klimper-Yoga. Ist aber jetzt schon ein bisschen doll viel Augen raus, oder? Ja, ein bisschen. Meinst du, das macht den Leuten Angst? Angst will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, sie würden es lustig finden. Na, wollen wir es hoffen. Auf geht's in die letzte Runde hier vor der Sparkasse auf dem Marktplatz in Wittstock. Es gibt zu gewinnen ein Sparbuch. Und jetzt geht's los. Next level. Wir haben jetzt die Gewinnerin hier vor der Sparkasse. Du hast gewonnen, Lea. Ja, ich freue mich sehr. Meinen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So dicht, glaube ich, haben wir noch keinen Taler an der Wand gesehen. Und von daher, der Gewinner heute bekommt von uns ein rotes Sparbuch mit 50 Euro geschenkt. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Eben gerade vor der Sparkasse ging es ja drunter und drüber. Herr Blume, was sagen Sie denn dazu? Ja, ich war selber ganz überrascht, dass das Geld kaum zum Klimpern ausreichte. Dass die Begeisterung so groß ist, hat mich natürlich riesig gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Aber in der Welt geht es ja gerade so ein bisschen hin und her. Türkei-Krise und alle tauschen ihr Geld momentan in Dollar um. Sollten das die Deutschen auch tun? Ah, ich glaube, ob das der richtige Weg ist, kann ich glaube ich an der Stelle gar nicht sagen. Aber ich weiß, wir haben andere Alternativen, bessere Alternativen und wir beraten unsere Kunden eher in andere Anlagen, in Aktienfonds und wie kann man das Vermögen am besten strukturieren. Mein Tipp wäre einfach, kommen Sie vorbei, lassen Sie sich bei uns beraten und dann haben wir auch eine gute Lösung für Sie. Dankeschön. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Monat, wenn es wieder heiß ist, wird geklimpert. Seid ihr denn beim nächsten Mal wieder dabei? Ja! Wahrscheinlich!